Ja. Da ist die Tür. Da, ja, guck mal, das passt aber super gerade. Mein Futter! Mein Futter! Mori! Na? Herzlich willkommen hier bei uns in Haus 2. Dankeschön. So, und der Hui ist ein Zauberer, ne? Er ist weg, ohne die Tür verlassen zu haben. Das hat er geschafft. Er kann durch Wände gehen, der gute Mann. Ja. Ich weiß auch nicht, wie er das macht. Hatte vielleicht eine Falltür oder so, falls der Gast nicht cool war. Ja, müssen wir aufpassen. Müssen wir vielleicht den Kameraleuten noch Bescheid sagen. Da ist vorsichtig. So, herzlich willkommen, ja. Mori. Ja, wer ihn jetzt nicht kennt, der hat wahrscheinlich noch nie gut gegessen. Kann man vielleicht so sagen. Ja, also würde ich vielleicht nicht ganz so schreiben, aber zumindest wer mich kennt, hat schon mal gut gegessen oder zumindest weiß, wie es funktioniert. Ja. Ich habe gehört, wir kochen überhaupt, deswegen, also eigentlich, wer freiwillig mitmachen möchte. Ich bin nämlich sehr... Ja, aber vorhin schon, ich koche nämlich zu Hause tatsächlich auch selbst gerne, wenn ich Zeit habe. Natürlich auf einem ganz anderen Niveau, möchte ich sagen. Viel besser. Das bei dir auch, nein, auf keinen Fall. aber ein paar Sachen kenne ich, kann ich. Was soll ich tun? Was denn das Erste, womit wir anfangen? Mir geil. Zwiebeln schneiden. Hände waschen. Du kannst dich schon mal dran gewöhnen, Mori. Ich glaube, so viele Fangfragen stellen. Damit die Kost jetzt kommen, habe ich dir auch schön was mitgebracht. Das ist jetzt brandneu quasi. Du hast jetzt den Prototypen. Den Prototypen? Was habe ich denn hier? Ja, guck doch mal drauf. Oh. Ich habe Mori direkt vorm Gehänge. Wir fangen Salat an. Wir machen so einen leckeren Sommersalat tatsächlich. Mhm. Brauchen auch nicht viele Zutaten, das ist das Schöne immer. Ja, wenn ich koche, gibt es halt nie viele Zutaten. So, das ist immer relativ einfach. Also wir haben eine Mango, wir haben eine Limette, wir haben Honig, wir haben eine kleine Chilischote, ja. Wir haben eine Gurke, wir haben Romanesco-Salat. Nein. Romanesco ist vor allem Gemüse. Okay. Das ist so eine Kreuzung aus... Rucola ist es nicht, sondern... Ich weiß es nicht. Also irgendwas Salatiges und das hier ist... Radicchio. Das ist Radicchio? Das ist Radicchio. Ah, ich wusste irgendwas mit R irgendwie so. Und das kenne ich, glaube ich, noch nicht. Chicorée. Doch, Chicorée kenne ich, habe ich schon mal gehört. Okay. Aber es, glaube ich, noch nie gegessen. Ne? Gurken machen wir natürlich... Den Kopf und... Ja, das genau. Mag doch keiner essen, oder? Nee, das ist wie bei einer Banane. Diesen Arsch von einer Banane, den isst man auch nicht mit, oder? Den Arsch von einer Banane? Na, dieses kleine Endstück am Ende, wo das immer so schwarzer Pubbel drin ist. Das mag ich nicht. So, pass auf. Ja. Was wir jetzt machen, oder was du quasi machen kannst, ist, du nimmst hier die Gurke und dann kannst du erstmal das Kerngehäuse hier rausschaben. Ja. So, das kann man natürlich mitessen. Da wundern sich dann immer viele, okay, was ist da los? Warum schabt der Onkel das jetzt raus? Liegt einfach daran, wenn wir einen Salat machen, dann wässert das Ganze ein bisschen. Das heißt, wir schaben das jetzt raus, aber ihr müsst es nicht wegschmeißen, sondern ja, wir sind ja in Berlin, Hauptstadt der Hipster, und da mögen die Leute auch gern aromatisiertes Wasser, sag ich mal, so Gurkenwasser oder so. Ja. Das heißt, das kannst du mit in deinen Smoothie reinpacken oder generell mit in dein Wasser reinpacken. Und gut, mach ich. Bitteschön. Ja. Ist das wichtig, dass das so gut wie möglich? Ich bin eher so ein Grobmotoriker. Also wenn es jetzt grob ist, nicht schlimm. Wie gesagt, das machen wir jetzt nur, damit der Salat jetzt nicht zu sehr wässert letzten Endes, weil sonst sifft es. Ist wichtig, weil wir das Ganze als Fingerfood machen. Ja. Und wenn es dann zu siffig ist, dann hast du ganz, ganz schnell die Hand vollgesifft. Okay, ich glaube, ich habe es fertig. Okay, perfekt. Dann machst du Folgendes. Ja. Wir machen jetzt auch nicht die komplette Gurke, also die legen wir ruhig mal an der Seite. Oder ich mache das später nochmal, einfach damit es schneller geht. Wir halbieren die, das geht dann nämlich einfacher für dich. Dann nimmst du halt einfach die Gurke erstmal so und jetzt halbierst sie nochmal so. Ja, das. Ja. Und dann nimmst du, schneidest sie einmal so quer, nochmal ein. Ja. Ein oder durch? Durch, ne? Okay. Einfach so durch. So, und dann kommt der Trick, wie bei einer Zwiebel. Dann kannst du das hier so runterschneiden. Okay, und das, meine Damen und Herren, das ist für mich schon faszinierende Fingerfertigkeit, die ich noch nie beherrscht habe, obwohl ich in meinem Leben tatsächlich schon sehr viele Zwiebeln geschält und geschnitten habe, weil das meine Frau zum Beispiel gar nicht mag. Habe ich bis heute nicht gelernt, wie das funktioniert. Dieses, kann ich dir so beibringen? Dieses Ansetzen. Ich mache immer tschick, tschick, tschick. Versuch's mal, ja? Versuch du mal. Oh, ist das ein scharfes Messer. Halleluja! Ich glaube, so ein scharfes Messer damit... Eieieiei. Ist das auch so ein Ding, was man als ich sag mal, passionierter Koch dann irgendwann Geld in die Hand nimmt für so eine Messer? Das ist ja geil. Wichtig ist halt auch, dass du es regelmäßig pflegst. Also mit dem Stahl zum Beispiel mal wieder abwetzt. Aber ja, klar, du kannst mit dem Stumpfmesser ganz nicht schneiden. Das ist echt geil. So, Moment. Ich glaube, ich bin natürlich jetzt, das wird jetzt ein bisschen schief und krumm. Das ist nicht schlimm. Verdammt. So. Und jetzt... Na, pass auf, vorsichtig, Da machst du, da habe ich nämlich Angst, dass du dir in die Finger schneidest. Ja, ich mir auch ein bisschen. Vor allem in die Fingerkuppen, das ist ja immer... Der Trick dabei ist eigentlich relativ simpel. Du machst so eine Kralle, ja? Eine Kralle. Genau, weil wenn du hier deine Knöchel hast, dann gleitet das Messer daran ab
Deine Fingerkuppen sind so ein bisschen eingeknickt und dann kann da gar nichts passieren. Und dann schneidest du, machst du eine Schneidebewegung, wie so eine Lokomotive so. Ziehst du wieder ein Stück zurück, zack, wieder zurück. Ja, und hier am Beispiel, hier lang gleiten, kann nichts passieren, wie du siehst. Ja, ja, ja. So, und dann die Schneidebewegung. Okay. Zack, Schritt zurück. Und da das Messer hier immer anliegt, wird es gleich wieder mitgenommen. Okay. Ich kann es mal versuchen, aber ich habe Angst. Man muss sich erst mal... Okay, ich mache eine Kralle. Genau, und die, der kleine Finger und der Daumen, ja, ja, die machen, halten fest, ja. Genau, und das, die anderen, die führen. Die anderen, die führen. Genau. So. Rein, nee, so. Geil, ja, genau. So. Ja, und jetzt Schneidebewegung, du drückst schon wieder. Schneiden, schneiden. Nicht so schnell. Ah! Oh. Jetzt hast du dich geschnitten, ne? Nein, zum Glück nur den Fingernagel berührt. Okay, deswegen. Du hast gerade... Ich hab mir fast den Finger abgeraspelt. Pass auf. Ich bin zu doof dafür. Nee, nee. Also das Ding ist, du bist gerade wieder... Du musst ständig die Kralle lassen. Ja. Jetzt müssen wir uns hier Pflaster holen. Das ist Mori, mein Lebensretter. So. Nicht, nicht. Ich höre hier gerade aus der Regie Lars Grummel machen. Ich glaube, der will mich... Ich habe ja noch mehr. Und das war nur eine Gurke, meine Damen und Herren. Gurke 1, Grummel 0. Alter, ist das Messer scharf, ey. Ohne Witz, ich glaube, wenn du da falsch schneidest, hast du dir den Finger abgehackt. Gesäbelt, geschnitten. Zwiebel brauchen wir auch noch? Ach, Zwiebel brauchen wir auch noch. Da kommt meine berühmte Zwiebel. Achso, die kannst du gut schneiden, sagst du? Nee. Ich hab's nur oft getan. Okay, pass auf. Ich hab dir schon mal beim Videomachen zugeguckt, wie du eine Zwiebel schneidest. Das ist. Nee. Das kann ich nicht. Die Zuschauer haben es gesehen, ich kann's nicht. Ich hatte gerade richtig Angst um dich. Wieso? Ja, wegen dem Messer. Ja, ja. Also jetzt ist es noch übel, aber später ist eine coole Narbe. Im Fingernagel. Ja, die Regie sagt übrigens, sie haben auch die... Eieiei. Sie haben auch die Chips probiert und sie sind begeistert und zwar sehr lecker. Ja. Tut mir jetzt fast leid, dass wir den Zuschauern nicht ebenfalls irgendwie in diesen Genuss bringen können. Ich sagte, in dem Moment, wo es Geschmacks- und Großfernsehen gibt, habe ich gewonnen. Ja. Ja, dann das wäre krass. Aber stell dir mal vor, sowas würde gehen und du könntest deinen Kumpels irgendwie Gerüche senden, wie viele Leute in ihr Mikrofon furzen würden. Dann kommen die ganzen Prank-YouTuber nämlich und dann gibt es nämlich Videos, wie kreiere ich den krassesten Furz mit Zutaten und Anleitungen. Aber wundert dich das nicht auch schon, dass, ich sag mal, bei den TV-Köchen, die kennt man ja inzwischen nun schon einige, es gibt ja schon einige Sendungen tatsächlich im Fernsehen, die sich mit TV-Köchen auseinandersetzen, aber so auf Twitch, sage ich mal, ist das noch relativ jungfräulich. Deswegen gibt's ja mich. Genau, deshalb gibt's jetzt dich und ich bin echt gespannt, wie sich da auch dein Ding entwickelt, weil ich persönlich... Mein Ding entwickelt sich immer prächtig. Wort war ja, sorry. Nein, Regie, ich schneide nicht mehr. Erstens wollen wir fertig werden und zweitens habe ich meinen Finger schon fast verloren. Mango? Schon mal gemacht? Nee. Gegessen ja, gemacht noch nie. Aber die hat so einen dicken Kern, oder? War das nicht die mit dem dicken Kern? Genau, die kannst du ja einmal so schneiden. Oh, die ist aber saftig. So lecker, ne? So eine schöne Mango. Und dann nimmst du, welche wir nehmen, ist im Prinzip egal. Kannst du hier so einschneiden. Das Fruchtfleisch, okay. Können wir mal mit der Kamera gehen? Habt ihr das gut drauf, wie ihr die einschneidet? Perfekt. Du kannst das nämlich so umklappen. Ach! Du kannst das so abschneiden, am besten auch in mehreren Chargen und dann hast du quasi direkt schon kleine Würfelchen. Ja, das ist ein faszinierender Trick. Da vorne, da rechts. Das hier? Genau. Ja. Und dann reibst du mal die Haut von einer Limette da rein. Oh ja, das kann ich. Nur die Schale. Genau. Wichtig ist, dass ihr da Bio-Limetten nimmt, ja, weil die sind dann, oder beziehungsweise, dass die nicht gewachsen sind im Idealfall, Bio-Limetten. Oh, das riecht lecker. Nicht gespritzt ist. Limette, wenn man die anfängt zu reiben, das riecht immer so gut. Definitiv. So, hier müssen wir jetzt vorsichtig sein. Ich hantiere jetzt mit Chili. Das heißt, da dann danach unbedingt Hände waschen. Vor allem, bevor ich in die Augen geht. So, reicht es schon oder wirklich die ganze? Schon die ganze. Okay, ich gebe mir Mühe. Die Kerne kann man natürlich auch drin lassen, wenn man schärfer mag. Wenn man die Kerne rausmacht, ist es halt ein bisschen milder und auch ein bisschen angenehmer zu essen. Weiß ja nicht, ob ihr so scharfe Jungs seid. Guck uns doch an. Nee, ich tatsächlich bin überhaupt gar kein Scharfesser. Ich reagiere da sehr schnell mit Schwitzen und tränenden Augen. Die packe ich erstmal da dazu oder brauchen wir die noch? Das ist Verschwendung. Du hast doch nur die Haut abgerieben. Du willst jetzt die ganze Limette wegschmeißen. Okay. Nein, nein. Nein! So, nimmst jetzt einfach nur die Limette, ne, und dann zeigst du mal, ob sich dein Training gelohnt hat und drückst dir einfach nur die Limette hier aus. Jo. Okay, den Saft nehmen wir also auch noch mit. Ne, wir nehmen alles von der Limette. Machst du mal so einen Löffel Honig rein? Einen Löffel. Gestrichenen oder gehäuften?
Ich weiß nicht, ob du es süß magst, okay. Nicht süß magst. Hab Honig drin. Also ich versuch's. Genau. Soll ich schon umrühren? Ein ganz klein bisschen Salz, aber brauchen nicht viel. So. Okay. Und genau, du kannst schon umrühren, weil das ist jetzt quasi schon fertig, unser Salat. Dann nehmen wir den Chicorée, schneiden ihn hier so keilförmig ein einmal. Ja, keilförmig deswegen. Dann schauen wir uns auf die äußeren Blätter. Ich habe das vorhin schon gemacht. Ich weiß jetzt schon, dass mir meine Frau auf den Sack gehen wird, dass wir das unbedingt auch mal ausprobieren müssen. Ja, auf geht's. Sieht auch gut aus. Schmeckt auch gut. Das ist schon der Salat im Übrigen, den du da hast. Nehmen wir die Chicorée-Blätter und können auch noch ein bisschen von dem Radicchio nehmen. Da sehen die äußeren Blätter jetzt nicht mehr so schön aus. Da schneiden wir das Ganze keilförmig ein. Das heißt, die Blätter, die jetzt schon nicht mehr ganz so schick aus sind, die nehmen wir raus. Hast du probiert mal Qualitätskontrolle? Nee, noch nicht. Dann mach. Ja. Warum nicht? Mach doch mal. Ich wollte erst fertig umrühren. Zeig mal her. Mhm. Geil. Hast du gekauft. Hm? Und dann? Oh ja, das ist auf jeden Fall was für meine Frau zu Hause. Ein bisschen Schärfe, ein bisschen so Süße. Schöner sommerlicher Salat. Und voll, oder? Frisch. Genau. Und jetzt habe ich ja gesagt Fingerfood, weil wir haben ja eine Hauseinweihungsparty. Aber wir wollen ja nicht immer so langweiliges Fingerfood machen. Und jetzt machst du den Salat einfach auf diese Blätter und dann kannst du dir nämlich hier dein Chicorée-Schiffchen nehmen und so essen. Geil, mache ich. Sehr, und dann haben wir schon geil. Im Prinzip den Salat fertig. Haben wir einen schönen so. Kamerashot? Ich meine, es sieht jetzt nicht so geil aus, wie wenn Mori das drapiert. Absolut nicht. Nein. Ich mache später noch ein paar mehr Teller. Das sieht jetzt eher aus, wie als wenn ich das drapiert hätte. Habe ich auch. Aber darf ich mir einfach schon eins nehmen? Klar, ich habe auch serviert mitgebracht, gerade da, falls es doch mal ein bisschen saftet. Ein bisschen wie K-Barbecue. Und ansonsten, Niklas, geh doch mal rum bei unseren Jungs und verteil doch mal. Einfach mal, komm mal in der Regie rumgehen. Nee, die Regie kriegt nichts. Ich nehme wieder den Teller mit, aber wir machen ja gleich eh noch welche wahrscheinlich. So, und das ist geil, oder? Zusammen ein und geiles Fingerfood. Brauchst du nicht mal einen Teller. Wie weit seid ihr denn, Jungs? Oh. Das Essen naht. Schnauzen, jetzt gibt's Essen. Oh. Ich habe euch da mal was mitgebracht. Hei. So, hier habt ihr servieren, gerade für den Salat. Ich darf hier nichts fallen lassen.